Guten Morgen, meine Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich stehe im Badezimmer, wie ihr sehen könnt. Und ich bin ein bisschen nervös, weil, ja, also ich stürze mich gerne ins Thema. Und zwar mache ich nämlich gerne einen Schwangerschaftstest. Ich habe mir diesen hier von ClearBlue gekauft. Das ist ein Doppelcheck mit zwei Tests. Ich bin erst aufgewacht, es ist jetzt gerade 7.30 Uhr und ja, ich habe jetzt noch keine Worte dafür, deswegen werde ich jetzt nicht viel reden. Den einfach machen und ich melde mich dann einfach. Oh mein Gott, mein Herz pocht, ich kann nicht mehr. Damit hätte ich jetzt nicht geredet. Schaut euch mal das an, um Gottes Willen. Ich höre mein Herz pochen. Moment. Seht ihr das? Das zeigt positiv an. Oh mein Gott, wirklich? Das ging sehr schnell. Ich flüstere mit dem Papa das. Der weiß das noch nicht. Holy. Oh mein Gott. Ich bin einfach nur so erblüfft. Verblüfft. Ich hab's so zweimal probiert. Und es hat wahrscheinlich beim ersten Mal schon funktioniert. Wie krass ist das? Bebe? Bebe? Ja? Komm mal her. Und welche? Kannst du dir vorstellen, was das ist? Was das bedeutet? Ich bin selbst sehr überrascht. Zweimal haben wir es noch probiert. Und jetzt das. Was wir werden das schaffen. Ja, es wird. Wir müssen, also ehrlich sagen, wir sind beide ein bisschen erschrocken. Ich meine, wir haben es probiert, aber dass es so schnell geklappt hat, ist verwunderlich. Also wir haben die Luisa auch bei einem Versuch schon geschafft, aber trotzdem, irgendwie denkt man nicht dran. Wir machen jetzt einen zweiten, weil wir haben so einen Zweier-Test. Sprachlos. Ist das, wie ist der so groß? Der zeigt dann, da steht dann schwanger oder nicht schwanger. Also ich habe hier noch... Also der ist der sichere? Es sind beide sicher, die sind von ClearBlue. Wie ist das? Schau mal, wie dick die Linie ist. Mmh. Wie ist Mach das? Mir der fertig. So, ich tunke hier nochmal ein, okay? Ich reiße es ein bisschen. So, das spare ich euch natürlich. Das 20 Sekunden war das jetzt, oder? Was ist drauf? Jetzt ist noch laden. Mich reißt ein bisschen. Also gut, Smart Counter jetzt. Braucht er wahrscheinlich. Ah, dann steht dann hier der Text, entweder schwanger oder nicht schwanger. Mhm, mh. 20 Sekunden, also 20 Minuten. Wo? Ja. Die 20 Minuten im Urin. Okay. Verschwindet. Verrottete. Ja. Hast du Angst ein bisschen? Ein wenig, ja. Aber das ist so eindeutig. Weil das da ist die. Also das ist die Kontrolllinie. Nein, das ist die Kontrolllinie. Aber es hat sich sehr schnell zwei Linien gebildet. Das hat mich ehrlich gesagt sehr erschrocken. Also es war
schneller zu sehen, als mein Herz das mitmacht. Kennt ihr das, wenn ihr das Herz im Ohr hört? Wuck, 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 wuck. So ging es mir. Wie geht's dir? Stehst du noch gut? Ja. Alles wird gut. Wo steht denn? Ich sag das. Sicher wird alles gut. Der Papa ist noch immer ein bisschen ängstlich, aber er war immer ein bisschen ängstlich. Bei mit Luise war er auch ängstlich. Also? Bei Lara warst du ängstlich, bei Michelle und bei Patrick. Ich glaube, das ist ein Männerinstinkt. Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie die anderen Männer fühlen. Ich kann nur wie fühlen. Ich kann auch die anderen Frauen fragen, die so viele Kinder haben, die sich, wie ihre Männer sie fühlen. Ah ja, der meckert eh immer. So. Also, der zweite Test hat es bestätigt. Oh mein Gott. Nach dem Schock kommt die Freude. Ich meine, ich bin schockiert gewesen, weil ich nicht gerechnet hätte, dass das so schnell ist. Oh mein Gott, ich sag's euch, das ist ein schöner Freitag. Oh mein Gott. Ich freue mich schon sehr. Das ist so, wenn einige Gefühle übermannen. Zuerst Schock, dann Freude, dann Tränen. Das ist schön. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. So, ich brauche jetzt ein bisschen für mich. Bis später. Mama? Ich kann es nicht fassen. Ich habe übrigens gerade einen Nagel verloren vor lauter Stress. So. Ja, keine Ahnung. Heute wird es wahrscheinlich ein verwirrter Vlog werden. Jetzt ist ein bisschen eine Zeit vergangen. Es ist schon 11 Uhr. Ich habe geduscht, Haare gewaschen. Luisa ist wach, ist da hinten. Mich reißt es nicht mehr so. Nein, Lisa, das bleibt du. Und ich habe jetzt auch mit meiner besten Freundin telefoniert, habe es ihr natürlich schon gesagt. Und ja, die Kinder sind jetzt wach. Warte kurz. So. Die Kinder sind jetzt wach und ich habe mir gedacht, dass ich sie ihnen... Moment, ich muss sie kurz abstellen. So viele Sachen hier auf diesem Büro. So. So, ich weiß nicht, also... Ich habe ein bisschen Angst vor der Reaktion der Kinder, vor allem von Patricks Reaktion. Und ich weiß nicht, ob ich das filmen soll oder ob ich das privat machen soll. Ja, ich habe mich auf jeden Fall, ja, ich bin verwirrt, ich habe mich zwar beruhigt, ich bin so trotzdem so, rauf und runter. Also rauf und runter, meine Gefühle sind so, oh mein Gott, und dann so, was? Was? Wirklich? Nochmal, ich muss mir das nochmal anschauen. Mami, Mami! Yes, Baby! Tatsächlich. Es ist tatsächlich positiv. Kein unfassbar. Also das ist der erste, den ich gemacht habe. Und dann nochmal hier die Gegenbestätigung. Und zweiten. Double Check. Will ich dann, achso, genau. Und jetzt muss ich ja den Kindern verraten. Die wieder wird es wahrscheinlich nicht verstehen. Mhm. Was denn? Mhm. Das ist ein Schwangerschaftstest. Mhm. Kleine Babyruhe. Ich habe mir gedacht, dass ich. Es sind so Tüten einpacke, jeweils. Ich habe zwei. Ich möchte Michelle einen rosa geben und dann packe ich das hier. Und das ist halt irgendwie vorlesen. Für sich selber, mal schauen, wie die Reaktion ist. Ich glaube, dass sie sich schon mit uns freuen. Auf einer Seite natürlich so, oh, und irgendwie so geteilt vielleicht, ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch schön und emotional bestimmt. Oh mein Gott, ich kann es euch nicht fassen. Ich kann es euch nicht fassen. Mami, Mami! Yes, Baby! Baby Sugar! No, Baby! Na, 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 na. Ha, ha, ha! Danny, yes, baby. Eating sugar. No, baby. So, packen wir das mal ein, oder? Ja.
Super, fangt ja schon mal gut an hier. So. So, wieder einen tun wir da rein. Patrick kriegt den großen. Die Michelle kriegt den da. Wahrscheinlich können sie daran eh nicht erkennen. Weil ja, die Kinder wissen ja nicht wahrscheinlich, mehr oder weniger. Oh mein Gott, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Schiss. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wir haben mit den Kindern schon davor gesprochen. Wir haben sie gefragt, wie sie das finden würden, falls wir noch ein Baby kriegen würden. Auf einer Seite so, oh nee, nicht schon wieder. Hey, weinen, streiten, ja, also nicht schon wieder Babyzeug, Babygram. aber auf der anderen Seite haben sie gesagt, ihr macht's, ja, macht's, was ihr wollt. Die Michelle wird sich auch freuen, hat sie gesagt. Aber mal schauen, wie sie reagiert. Schauen wir mal, ob ich das irgendwie mitfilmen kann. Heimlich vielleicht. Mal schauen. Hey, lass das. So, ich warte mal, bis der Papa. Hey, Mama! Lass das! Das ist für später. Also gut, bis gleich. Papa! Papa! Papa? Ja? Warte. Ich habe mir schon gedacht, du kommst so mit dem. Was hast du gedacht, was drin ist? Ich habe schon gewusst. Ich habe schon gewusst. Ich habe mir schon gedacht. Ich habe auch schon gedacht, du kommst mit diesen Tüten. Schluss, glaube ich, viermal gedreht und ihn wieder gelöscht, weil ich einfach nicht die richtigen Worte finde. Ich bin auch selbst so ein bisschen in diesem Modus, wo ich selber noch realisieren muss. Trotzdem strahle ich von links nach rechts, dass meine Backen schmerzen. Und ja, trotzdem habe ich es noch irgendwo nicht ganz begriffen. Was? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, hiermit beende ich dieses Video, weil ich bin heute eh nicht imstande, richtig zu vloggen. Und ich nehme euch dann morgen wieder mit. Schreibt mir gerne Fragen unten in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Wir können ein Q&A machen. Ja, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich muss einen Frauenarzttermin jetzt machen. Ich habe euch zu krass früh mitgenommen. Also, ja. Na gut, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen wieder.